Das letzte Mal bei Star Wars Empire at War. Diesmal anscheinend nicht. Diesmal funktioniert es tatsächlich so, wie es soll. Das ist natürlich schade. Gut, hier platzt gleich dann so ein Sternzerstörer. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe gesagt, ich habe ja noch 40. Ja, gucken wir mal, vielleicht schaffen wir die noch, bevor er in den Hyperjump kommt. Ah, wird knapp. Ah, sehr gut. Padauts. Es war verlustreich. Aber wir haben es. Was haben wir denn noch übrig? Ach du Alarm. Zwei AT-STs, ein... Boah, das war jetzt aber teuer. Und. Ja, das funktioniert. Das scheint ein Bug zu sein. Das ist ja geil, wenn ich den Imperator in seinem Reinforcement, also in diesem Anführerslot habe, dann scheint das alles zu klappen. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch warten auf die letzten Bodentruppen, weil wir haben keine und das heißt, da müssen wir beim nächsten Mal dann drauf warten hier. Und nun die Fortsetzung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Empire at War. Es ist gerade eben, ich habe so den letzten Spielstand gerade so abgespeichert und da ist dann was passiert, womit ich nicht gerechnet hätte. Er kommt und versucht, sich Dagobah zurückzuholen. Das versucht er tatsächlich. Und das heißt, ich muss ihn davon abhalten. Und er hat jetzt hier 4 von den großen Donuts da mit bei und... Naja, sagen wir es mal so. Viel ist es nicht. Das kann ich auf jeden Fall toppen, also. 4 Donuts. Das sind 4 Zündungen von der dicken, fetten Wumme. Ja. Ich finde, das lohnt sich doch direkt mal auszuprobieren, oder? There they are. Blast them. So, die Sternenzerstörer sind natürlich mal wieder irgendwo hier drinne. Ist klar. Achso, ich muss mal gucken hier. Mal schauen. Ah, von hier aus der Ansicht kann ich sie nämlich schon sehen. Und das heißt, ich kann ihn hier schon quasi killen. Oder auch doch noch nicht. We have a new enemy. I go. Guck mal hier. Ah, jetzt. Das hier irgendwo erfasst. Ah. So. Nehmen wir doch das erste Teil schon mal direkt gleich raus. Bevor hier irgendwas anbrennt. Also ist natürlich echt... I'm very sorry, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Hier ist schwächer geworden, der Gute. I am in command. Hat's nicht ganz rausgenommen. Was ist denn da los? Scheint vielleicht die Entfernung zu sein. Yes, Commander. Weiß man nicht so genau. Weiß man nicht. Auf jeden Fall. We've got them on scopes. Wir hauen jetzt einfach mal zu. Attack commencing. So, machen wir einfach mal. I fear no one. Das ist witzig, ne? Dass manchmal hier so ein bisschen verschoben ist, das Ganze. Achso, ist ja. Ich wollte mir immer mal die Texturen von dem Ding angucken. Kann man gar nicht. So daran zoomen geht, glaube ich, nicht. Sieht aber schon cool aus, finde ich. Ich meine, ganz ehrlich, wenn sie das Schiff hier, ne, die Eclipse... Wenn sie das Ding schon gehabt hätten, bei der Schlacht um Endor, meine Fresse. Es wäre aber ein bisschen anders ausgegangen, ey. Definitiv wäre es das. The dark side is strong. Awaiting orders. Meine Güte, was machen die denn hier? Das ist ja... Guck mal hier. We're moving out.
Full speed. Ich stell die einfach mal hier vorne hin, dann gucken wir mal. Irgendwas wird schon platzen. So, der haut jetzt natürlich hier auf den großen hier natürlich hin. Das ist natürlich, das wollte ich jetzt die ganze Zeit mal noch geguckt haben. I am ready. Er wollte immer noch geguckt haben, was jetzt hier bei dieser, bei dem Ding hier steht. Single Reactor Ignition. Hm. Da steht nichts von wegen Reichweite, also es ist anscheinend... Vielleicht liegt es daran, weil der jetzt nicht in der ersten... Es ist, scheint tatsächlich so ein bisschen buggy zu sein oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder ich muss warten, das weiß man auch nicht. So, den Tyra Zan, den kriegen wir auf jeden Fall mit den Sternzerstörern relativ entspannt tot. Awaiting your orders. Die, Jungs, hey, die fliegen schon wieder in diesen Trecker runden, ne? No one commands me. So, pass auf, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen jetzt mal hier Stopp. Und werden jetzt dieses hier mal kaputt machen. So, das ist ein normales. Ist das hier vielleicht ein Battleship? Kann das daran liegen? Ah, okay, das eine ist ein Battleship und das andere ist ein normales. Okay, das eine ist einfach ein bisschen stärker. Okay. Naja, dann machen wir jetzt halt das normale kaputt, ne? Und... Ja, es läuft nämlich quasi, solange wie hier die Zündung läuft, solange wird quasi kontinuierlich Lebenspunkte abgezogen. Ja, komm, das sieht gut aus. Bumm! Ah! Das ist doch das, was ich gewollt habe. Genau so habe ich mir das Ganze doch vorgestellt. Sehr schön. So, da warten wir jetzt dann einfach, bis es wieder aufgeladen ist und dann... Ah, sehr schön. So ist das. So muss ich das machen. Shields almost gone. Jetzt können wir mal hier die Sternzerstörer einfach mal anhalten. Wir schießen jetzt einfach mal hier auf den Tyra Zan hier und machen den mal kaputt. So, also die... der Eclipse... bewegt sich schon wieder irgendwie. Ah ja, Retreat to Hyperspace Jump. Dann kriegen wir den Tyra Zan vielleicht noch tot. Vielleicht kriegen wir den Tyra Zan noch getötet. Das wäre ja was. Schade, das Battleship hier kriege ich nicht mehr tot. Aber immerhin einer weniger. Das ist schon mal etwas. Ja, wird knapp. Wird knapp. Die Firepower, die ich habe, könnte mitunter reichen, um ihn noch zu töten. Das gibt Bonuspunkte, quasi. Mal gucken. Naja, sieht man nicht. Komm, 3, 2, 1. Ja, und? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ah, er hat sich gerade noch so rausgezogen, ne? Er hat sich gerade noch so rausgerettet. Hat eine kleine Sau, ne? Hat er sich gerade noch mal gerettet. Aber... Ah ja, hier kommen, kommt die Sternenzerstörer-Verstärkung. Die hatte ich ja hier beordert. Guck mal, die warten wir noch. Wir haben jetzt noch 28 Sekunden. Ah, sehr schön. Anteilt kein Geld. Das ist super. Aber das Geld kommt ja gleich wieder, weil demnächst habe ich ihn ja ready. Ich bin jetzt gerade überlegen, fliege ich jetzt hin, auf die Gefahr hin, dass er mit seiner großen Flotte ankommt? Scout Trooper reporting. Scout ready to go. Ich will ja noch ein bisschen Spaß haben, ne? So ist es ja nicht, ne? Also ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Ich muss noch einmal warten.
einmal noch warten bis zu Tag 292. Was habe ich denn eigentlich für Objectives? Ich habe gar keine Story Objectives. Ich habe keine Objectives. Jetzt heißt es kurz warten. Warten. Und jetzt? Scout Trooper reporting. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Death Star Construction complete. No. Artillery online. Ready to go. Ready. Ah, ja. More ready. Nom, 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 nom. Single reactor ignition can be used multiple times per battle against starships, but complete planetary destruction drains the Death Star's full energy supply. Naja, ich würde sagen, wir gucken mal. Wo schicken wir ihn denn mal hin? Wir schicken ihn erstmal hier hin. Wie lange fliegt der denn? Oh, der fliegt sehr, sehr langsam. Sehr langsam. Gut, ich will auf jeden Fall Mustafa noch haben, weil jetzt gibt's hier keinen, jetzt haben wir kein Credit-Problem mehr. Das geht jetzt alles relativ entspannt, weil jetzt habe ich genug Credits dafür für den ganzen Kram. Was habe ich denn hier auf Dagobah eigentlich? Irgendwas? Zwei Dinger. Ja, mein Gott. Ich sammle jetzt einfach mal von oben nach unten einfach mal alles ein, was ich hier gerade gebaut habe. Na komm. Und dann, Destination set. Gucken wir mal, wie weit ich da komme. Rest baut halt noch nach, aber fürs Erste sollte es reichen hier. Artillery so. Ready to go. Standing by. Alles schön einsammeln. Na komm. Order acknowledged. So. Heading out. Order acknowledged. Zack. Das sammeln wir auch mal alles irgendwie hier zusammen. AT-AT ready. Brigade standing. On my way, sir. So. Truppen kommen auch mal dazu. Zack, zack. Ich glaube, das sollte jetzt hier auf jeden Fall wieder eine ausreichend große Truppe sein, könnte man sagen. Destination set. AT-AT ready. Standing by. Order acknowledged. So, guck mal, wir sammeln uns auf Jagd. Ich schicke jetzt einfach mal alles hier runter. Das ist wahrscheinlich einfacher, als wenn ich jetzt hier irgendwelche komplizierten algorithmischen Bewegungen mache. Einfach alles irgendwie zu einem Planeten hin und gut ist. auf die Idee hätte ich auch vorher kommen können, ey. Oh, der Todesstern ist auch fast angekommen. So. Jetzt auf nach Dagobah. Oh, der Todesstern ist schon fast da. Fast da. Building under construction. Ach, guck mal hier, ich kann hier auch noch Truppen bauen. Hätte ich auch noch Truppen bauen können. So, und jetzt holen wir uns Dagobah erstmal. Auto Resolve. Ah, passt du. Planetary control achieved. Läuft bei uns, könnte man sagen. So, hier bauen wir dann auch mal. Ach, ich kann hier nur. Ich habe hier nur zwei Slots. Na gut, okay, dann machen wir nur zwei Slots, dann ist das so. So, der Todesstern nähert sich Iriadu. Mustafa will ich noch. Hoth wird einfach ausgelöscht. So, komm her. Wir machen das jetzt mal so. Dann gucken wir mal. Fliegen wir hier nach Iriadu, falls er jetzt sich denkt. Ah, komm, machen wir das so. Und auf Mustafa machen wir jetzt mal
den... Können wir hier, warte mal, was haben wir jetzt hier? Wir haben doch jetzt hier 20 Sternenzerstörer und den Imperator. Komm, ich mache jetzt einfach mal Auto-Resolve. Oh Mann, ernsthaft jetzt? Ich habe den Imperator verloren. Oh nee, ernsthaft jetzt? Ich hab den Imperator verloren. Wie witzig ist denn das, bitte? Are you kidding me? Ich hab echt den Imperator verloren, ne? Oh Mann. Yes. Invasion commencing. Das ist ja witzig. System control achieved. Alter, das ist echt. Enemy fleet approaching. Das ist echt, Panne. Acknowledged. Das ist gerade richtig Panne. Eieieiei. Never ever do this. So, wo sind wir denn jetzt? Mustafa. So, was haben wir denn jetzt hier noch übrig? So, jetzt habe ich natürlich den Imperator nicht mehr. Komm, 30 Sternzerstörer. You have lost the battle. Never. Oh, Alter, ich könnte mich gerade. Ganz ehrlich, ich könnte mich gerade echt selber ohrfeigen, ne? Ich könnte mich gerade ohrfeigen. Guck mal hier. Wir machen das jetzt mal. Wir machen das jetzt einfach mal so. Oh Mann. I have lost the Emperor. Total bekloppt. So, guck mal hier. Wir können doch jetzt hier Piet. Wobei, nee, ich will den... Ah. Guck mal, das will ich jetzt mal sehen. Da bin ich jetzt neugierig. Das muss jetzt sein. Der Todesstern gegen so ein Lacker-Hulk Battle-Class-Ding. The enemy is approaching. Wo ist er denn? Ach! Was ist das denn? Reporting in. Commence primary ignition. Geiler Scheiß, Mann! Ah, warte, wie war das Interface ausblenden? Na! Das ist ja der Hammer. Ach, ich bin hier. In 120 Sekunden bin ich in Reichweite des Planeten. Okay. okay. Okay, das war jetzt schön. Und jetzt kann ich Destroy Planet. I can destroy the planet. AT-AT ready. Right away. Glaube nicht, dass das jetzt hier... Tactical battle imminent. Ah, versucht's ja immerhin. So, jetzt holen wir uns erstmal Dagobah. Ich könnte das ja natürlich jetzt kaputt machen, aber... System control achieved. Das lasse ich jetzt mal. So. Auf Irialu haben wir... Das sind hier imperiale Sternenzerstörer. So, pass auf, wir machen da jetzt einfach mal... Hä? Ne, Moment, ach, das waren die Einser. Hä? Ich will doch keine haben. Imperial 1 Star Destroyer, will doch keiner haben. Gehen wir hier, machen wir mal 10 Stück. Das reicht. Die
schicken wir hier auf den Todesstern. Und dann haben wir hier eine sehr schöne Flotte. Dann könnte ich jetzt theoretisch nach Mustafa. Aber das lasse ich jetzt mal. So, der Emperor, the Emperor is back. So. Toll, jetzt muss ich 20 Minuten wieder warten, bis ich den Imperator habe. Na, scheiße. Ich hab's befürchtet. Naja, komm. Auf nach Mustafa. Ich hab's mir ja eingebrockt. Da muss ich jetzt noch die Suppe auch auslöffeln. So, auf Dagobah müsste ich jetzt mal auch ein bisschen was bauen. Alter. System lost. Junge. Distance calculated. Geh mir die gerade nicht auf den Sack, ey. Invasion commencing. Meine Güte. System control achieved. Destination acknowledged. So, warte mal. Wir haben jetzt hier zwei, ein AT-ST. Ich schicke da jetzt einfach noch ein bisschen mehr hin. So, reicht mir jetzt. Ah, okay. Ich mache hier jetzt keinen Auto-Resolve. Sondern das wird jetzt richtig gespielt. Das muss jetzt sein. Das muss sein. Viel geiler wäre es jetzt natürlich, wenn ich hier noch den, Imperator noch dabei hätte. Aber das alleine, dieses Bild ist gerade grandios, weil wo ist mein Todesstern? Da ist mein Todesstern, weil das alleine als Bild ist geil, leider geil, vor allem weil der zweite Todesstern quasi fertig geworden ist. So, guck mal hier. Wir machen jetzt erstmal. So, warte mal. Welches von denen machen wir denn mal kaputt? Normales. Wir machen das hintere. Und jetzt. Oh, das ging jetzt schnell. Das ging jetzt richtig schnell. Roger that. Form up. Attack. Eieieiei. Destroyer hier. Todesstern auch hier drauf schicken. Schießt der Todesstern auch? Oder hat der nur diese eine Superwaffe? Copy. Es bewegt sich auf jeden Fall. Für ein riesiges Teil, ne? I copy. So, hier, jetzt habe ich den Todesstern ausgewählt. Der kann theoretisch. Theoretisch kann er schießen. So, das muss ich mal gucken. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also nicht, dass er jetzt gegen diese Armada an Sternenzerstörern eine Chance hätte. Aber was er jetzt mit dem Todesstern, was der jetzt macht, ob der jetzt einfach so schießt? Da bin ich jetzt schon ein bisschen neugierig. Oh. Also die Aufladerate vom Todesstern ist schon sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also im Vergleich zum Eclipse ist das natürlich ein Unterschied. Tag und Nacht. Okay. Commence primary ignition. So. Also er schießt nicht automatisch. So viel ist schon mal sicher. So. Gleich schießt er.
Squad, I've got one on me. My scopes are jammed. Where are the others? Na? Schießt er? Schießt er nicht? Ah, jetzt. Enemy base will be in range in 1 minute. Oh, es. Todesstern schießt. Ist das tatsächlich der Todesstern? Schießt der tatsächlich? Nein. I'll take care of this. Ah ja. Okay, das war jetzt getting a lock. Skurril. Narrowing position. Closing on target. Okay. Taking him out. Star Destroyer standing by. Shields almost gone. Engaging the enemy. Tightening up. I can't shake. Enemy base will be in range in 30 seconds. Die Musik, ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, aber die Musik ist gerade großartig passend dazu. So ein bisschen so Sad Music dazu. I'm on this one. Star Destroyer reporting in. Ich bin gespannt, was gleich passiert, wenn es heißt, hier in 20 Sekunden bin ich in Range, ob ich dann den Planeten pulverisieren kann. Under control. Watch for enemy ships. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Watch him. He's coming around. Enemy base will be in range in 15 seconds. Blasted scum. Enemy base will be in range in 15 seconds. Das wird, ganz ehrlich, Leute, das wird gleich richtig, richtig, richtig großartig. Ich mache es einfach, auch wenn ich eigentlich Mustafa nicht kaputt machen möchte, weil Mustafa ist der Planet von Lord Vader. Aber einfach, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann, verdammt nochmal. Und was passiert jetzt? Enemy base in range. Enemy base in range. Ich kann jetzt. Warte. Moment. Commence primary ignition. Ich mache gerade den Single Reactor Ignition. Ich kann jetzt den Fire Death Star Button drücken hier. Returning to your position. Intercepting. Das. Es wird gleich ein sehr epischer Moment für mich werden, glaube ich. Wir sind in Reichweite. Fire Death Star. Und was war das jetzt? Ah, jetzt. I can't switch position. What? Getting a lock. Scheiße. Ist alles weiß. Ich hab grad den Closing ganzen Planeten gesprengt. What? He won't be around much longer. Alter. Pursuing enemy forces. Der ganze Planet ist weg. Yes, Commander. Awaiting orders. They're coming in quick. Der ganze Planet ist weg. Ich habe tatsächlich gerade den Planeten gesprengt. Open fire. Okay. Attack that target. Yo. Target critical. Coming back around for another run.
Ich bin gerade mega geflasht. Commence primary ignition. Jo. Jetzt ist hier ein Trümmerfeld. Was für ein geiler Moment. Und diese Musik untermalt. Sorry. Für diesen Moment gerade liebe ich dieses Spiel. Abgöttisch. Und zwar so richtig. Holding for maximum firepower. Wahnsinn. Vor allem, was ich ja gerade total krass finde, ist, das Ding schießt einfach und alles, was im Weg ist, wird kaputt gemacht. Also es ist dann nicht so, dass der dann nur das einzelne Ziel schießt, so wie beim Imperator. Der schießt einfach auf alles. Wahnsinn. Unable to shake them. Und dann diese Bilder dazu. My scopes are jammed. More enemy craft. Wobei, jetzt ist das Melancholische auch schon wieder zu viel, ne? Auch wenn das ein cooles Bild ist. Aber jetzt darf es auch gerade bitte wieder Action sein hier. Bitte. Das ist ein schönes Bild. Sternenzerstörer vorm Todesstern. Where are the others? I've been hit. Engines are malfunctioning. So. Jetzt gucken wir mal hier. Station will be over. Jo. Das war schon mal die Space Station. Oh ja, den hat es auch gleich noch mit zerledert. Auch schön. Auch schön. Your command, sir. Attacking target. Ja. Das war doch jetzt mal was. Das war doch jetzt mal eine schöne kleine Schlacht. Gemetzel. Was auch immer. Und ich hab Muster. Alter, ich hab Mustafa gegrillt. Wie krass ist denn das bitte? Ups. Ist nur noch der Venator, ne? Es ist echt alles weg. Ansonsten. Houston Class, die Lucker Hulks. System Control achieved. Oh ja, hier, Trümmer. Ne? Mustafa sind jetzt Trümmer. Building started. Das macht's leichter, die Kontrolle zu behalten. Das macht es definitiv leichter. Was macht Jabba eigentlich hier? Ich schick ihm mal ein paar Freunde vorbei. Right away. So. Das ist doch mal. Ist doch mal ein Wort hier. Das ist doch mal eine Ansage. So, das machen wir mal weg. Achso. Da verzieht er sich gleich wieder. Feige Ratte. Moving out. Naja, Hutte halt, ne? Ist halt so ein Hutte, ne? So 20 Minuten dafür. Construction complete. Ja, ich würde sagen, das nächste Ziel ist Hoth. Ja, so ein Planeten zerstören ist zwar ganz schön und gut, aber irgendwie so richtig befriedigend
ist es auch nicht. Ich weiß nicht. Es fühlt sich irgendwie komisch an, ganze Planeten zu zerstören. Ist schon merkwürdig. Naja, aber egal. Beim nächsten Mal geht's dann weiter in die nächste Eroberungsrunde. Und ich bin mir sicher, ihr seid auch schon gespannt auf das große Finale. Denn es ist nicht mehr viel. Es sind noch zwei Planeten. Es ist noch Hoth und Ratatak, weil Endor will er anscheinend nicht haben. Ich meine, gut, kann ich verstehen. Endor, wer will schon Endor haben? Da gibt's eh nur Pelzviecher. Komische, kleine, pelzige Viecher. Ja, also, von dem her, wir nähern uns dem galaktischen Frieden. Ergo, in diesem Sinne, hoffe ich, es hat euch gefallen. Deswegen lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, teilt das Video auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier bei Star Wars Empire at War. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin der Simme. Stay tuned. Ciao.